Der Wald. Hier findet man heimische Tiere und Pflanzen. Viele verschiedene Arten in ökologischem Gleichgewicht. Leute. Nur Christine Holzinger und ihr Pferd bleiben derzeit lieber draußen und nehmen mit dem Reitplatz vorlieb. Wenn man ein bisschen ein Verantwortungsgefühl hat für sein Tier, kann man die Wege nicht mehr betreten, weil einfach zu viel passieren kann. Der Grund? Zu grober Schotter auf vielen Wegen. Große Steine, scharfe Kanten. Kein Vergnügen für zarte Hufe. Wenn Sie sich vorstellen, Sie müssten barfuß über so einen groben Schotter mit teilweise 80 mm Größe laufen, dazu noch scharfkantig, das verursacht Schmerzen, auch beim Tier. In und um Passau wird deshalb jetzt gegen den Schotter mobil gemacht. Wegen der Faustwege gibt's nicht nur für Pferde Probleme. Der Hund hat sich die Pfoten blutig laufen. Diese spitzigen Steine, die sie halt dann aufstellen, das ist Tierquälerei. Ich bin kein versierter Radlfahrer und ich habe Höllenängste ausgestanden. Wirklich, weil ich nur gerutscht bin. Und bei mir selber einfach ganz banal umgeschnackelt, Außenband gerissen. Verletzungen bei Tieren und bei Menschen. Grober Schotter sorgt für großen Ärger. Ein paar Kilometer weiter auf einem anderen Waldweg. Die Vertreter der Bayerischen Staatsforsten. Die sagen, sie brauchen den Schotter für Waldarbeiten mit großem Gerät. Dann kann es vorkommen, dass in einzelnen Bereichen die Forststraßen dann mal mit gröberem Schotter geschottert werden müssen, dass die eben die Straßen dieser Belastung standhalten. Und die Staatsforsten sagen, der grobe Schotter liege ja nicht dauerhaft im Wald. Aber wegen Borkenkäfer und Co. sind immer öfter schwere Maschinen im Einsatz. Wenn es manchmal zu konkurrierenden Interessen oder Ansprüchen kommt, versuchen wir da zu vermitteln. Aber es gibt halt auch mal eine Verschiebung, wo vorübergehend vielleicht der Waldschutz Priorität hat. Wirklich? Nur vorübergehend? 5 Jahre dauert das schon. Und wir sind schon so oft an die Grenze gegangen. Das ist ja Forst, da haben wir nichts zu sagen. Das ist Forst. Schicken Sie mal eine Mail. Der Wald. Lebensraum, der umkämpft ist. Wem gehört der Wald? Den Freizeitlern oder denen, die ihn bewirtschaften? Beide Arten buhlen um dieselbe ökologische Nische. Wie sieht das eigentlich rechtlich aus? Gibt es einen Anspruch auf schotterfreie Forstwege? Die Bayerische Verfassung garantiert in Artikel 141 das Recht auf Naturgenuss. Und nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz haben Sie das Recht, einen Weg, der geeignet ist, zum Fahrradfahren, zum Reiten, zum Spazierengehen, zum Wandern, zum Schlittenfahren zu benutzen. Aber muss jeder Weg auch geeignet sein? Sie haben keinerlei Anspruch darauf, dass der Weg irgendwie hinreichend breit ist, hinreichend befestigt ist. Das ist also alles Sache des Grundstückseigentümers, das zu entscheiden, wie er den Weg ausgestaltet. Ja, gut. Aber den Passauer Waldfreunden geht es eigentlich auch gar nicht um Paragraphen. Stattdessen fürchten sie ganz generell um ihre Daseinsberechtigung. Eigentlich wird mir die Funktion des Waldes als Erholungsfaktor weggenommen. Man will die Leute draußen haben. Das war ja auch die Frau Leimer, Lärmer, hat ja dann gesagt, diesen Massentourismus und diesen, keine Ahnung, was sie da im Wald sieht, das will sie nicht haben. In ihrem Wald. In ihrem? Nein, in unserem. Freizeitler unerwünscht? Ganz bestimmt nicht. Die sind uns willkommen und wichtig. Und die Bedürfnisse, die nehmen wir ganz ernst. Der Wald. Kann es vielleicht eines Tages eine Symbiose zwischen den konkurrierenden Arten geben? Forstsetzung folgt.